Servus und hallo, sagt der DJ Nick, und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen im Jurassic Park. Und ja, ich habe Pause, ihr seht es ist der Pausenmodus. Zum einen scheiß Wetter, mal wieder, komischerweise, uns überrascht immer das scheiß Wetter. Aber zum anderen habe ich eine kleine Überraschung für euch. Und ich weiß nicht, ob es euch Profis, also den Profis, die immer zuschauen, vielleicht sofort auffällt, wenn ihr so dieses Bild jetzt hier, dieses Standbild hier so anschaut. Genau, es ist eine kleine Überraschung. Ich habe alle Wege in unseren Park mit Lampen ausgestattet. Schaut euch das an, wie cool das ausschaut. Deswegen habe ich jetzt Spielpause gemacht, weil eben noch Nacht ist. Da sieht man das nämlich besser. Am Tag sieht man es logischerweise nicht. Also, den ganzen Park habe ich mit tollen Lampen ausgestattet. Ich finde, das schaut total cool aus. Und ja, seid froh. Irgendwann der eine oder andere wird sagen, ja, hä, wie baut der einfach was, ohne dass wir dabei sind? Seid froh, denn ich sage euch lieber nicht, wie lange das gedauert hat. Ja, also eine Sendung hätte nicht gereicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so finde ich es toll. Und jetzt, Leertaste, Play, ab wenn es regnet. Jetzt geht's weiter und ich finde, das schaut echt super aus. Lauter kleine Lampen, alle Wege sind beleuchtet und das macht doch schon ganz schön was her. Also finde ich jetzt schon. Nichtsdestotrotz warnen wir weiter an unserem Tyrannosaurus Rex. Hier ist die Forschung, die geht vorwärts und dann bin ich echt gespannt, ob ihm das Gehege taugt. Und ja, also spannend. Ganz, ganz spannend. Ich bastel jetzt gerade mal ein bisschen weiter, denn wir wollen auf alle Fälle, möchte ich den Park noch füllen. Ganz egal, wie es jetzt weitergeht, ob dann das abgesegnet ist mit Jurassic Park, ob es dann vorbei ist oder wie auch immer. Zum einen natürlich die frohe Kunde an alle. Mir macht es so unheimlich viel Spaß, das muss ich echt sagen. Also das ist mit eins meiner Lieblingsspiele im Moment. Mir macht es so viel Freude. Wir werden auf alle Fälle und das ohne große Lücke werde ich eine zweite Staffel machen. Natürlich dann mit dem zweiten Jurassic Park, also Teil 2. Und da kann ich euch jetzt schon versprechen, es gibt dann auch Flugsaurier. Jawohl. Da werden wir dann auch, so wenn ich das jetzt richtig erkannt habe, eine große Voliere bauen, so wie das eben auch im Film war, im zweiten Teil. Da gab es ja dann auch zum ersten Mal diese Flugsaurier. Genauso werden wir das hier jetzt auch haben. So, und weil wir jetzt gerade hier sind, mal so ein bisschen, wir müssen eh noch kurz warten, machen wir hier mal noch so ein bisschen Deko. Das fällt hier nämlich noch. Hier können wir nämlich mal hier diese. Genau, diese Säulen aufstehen, das finde ich total cool. Okay, die Forschung ist abgeschlossen. Und dann stellen wir hier mal irgendwas mit Brunnen. Ja, ist ja, naja, wohl, na, jetzt doch nicht. Machen wir einfach schöne Pflanzen hierher. So, machen wir mal, dass wir das mittig hier einigermaßen herkriegen. So. Haben wir denn da eigentlich? Was ist denn das? Das ist einfach nur so. Aha, einfach nur so goldener Stein. Okay. Hier fehlen uns noch die Lampen. Da stellen wir jetzt hier auch noch welche her. Auf der anderen Seite sind nämlich welche. Ah, das sind. Moment. Hab ich jetzt hier. Ah, ich habe die falsche genommen. Entschuldigung. Wir haben ja immer die kleinen hier. So. So, die Schilder hier beleuchten. So. Ja, leider ist es jetzt nicht konform hier mit dem Weg. Das kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Die Lampe lasst mich jetzt stehen. Schaut doch schon gleich viel besser aus. Ja, und wir könnten hier auch mal, zur Abwechslung, finde ich auch recht schön. Na, machen wir hier nochmal in der Deko. Wir haben hier mal zwei schöne Bäume her. Ja, warum nicht? Ja, ach super. Hier vielleicht auch. Ja. Ah. Vorher. So. Ja, ist doch super. Man sieht das nicht gescheit hier, aber wenn man so schaut. Toll.
viel atmosphärischer. Ja, denn da kommt dann der T-Rex her. So, und jetzt schauen wir es uns an. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt schauen wir es uns einmal an, die Forschung. Achso, ja, in der Forschung gibt es ja viel zum Singen. Er hat das jetzt. Fleischfresser, genau. Er forschte den Zugang zu den folgenden Ausgrabungsstätten mit neuen Fossilien, Fleischfresserarten, French Market und so weiter. Also müssen wir. Und ja, wir mittlerweile, naja, ersticken im Geld, würde ich jetzt nicht sagen, aber Geld haben wir wirklich genug. Teamleistung verbessern in der Expedition. Gebäude Upgrade, die das Wissenschaftlerlimit um 1 erhöhen. Paläomedizinische Anlage, das wäre mir eigentlich schon wichtig, aber das ist ein Upgrade und wir haben ja in der medizinischen Abteilung eigentlich schon ein Upgrade. Nein, haben wir noch nicht. Was könnten wir da etwa? Günstigere Behandlung, Sturmabwehr, ist alles interessant. Ist alles interessant. Infrastruktur, was haben wir da noch? Das war das, da waren wir jetzt gerade. Schauen wir mal die anderen Sachen noch. Strom. Verbessertes Stromnetz. Naja, eigentlich sind wir jetzt fertig mit dem Strom. Ich glaube, ich brauche keinen mehr. Verbesserte Stromproduktion für Kraftwerke. Das würde ich machen, wenn wir es brauchen. Attraktionen, was haben wir da noch? Gästeattraktionsmodul, das brauchen wir, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr. Einrichtungen haben wir alles. Ja, dann machen wir doch jetzt das nochmal. Zusätzlicher Wissenschaftler, ja, das finde ich eigentlich ganz gut. 6, 7, 8, 9, macht ihr beide das einmal? Wunderbar. Gut, und wir schauen einmal in die Expeditionen. Ich sehe es übrigens da auch, überall Lampen hergestellt, gell. Da oben auch nochmal ein bisschen ausgebaut, sehr schön. Expeditionszentrum, wie schaut es aus? Jetzt bin ich ja gespannt. Okay. Okay. Tja, aber ein T-Rex sehe ich hier keinen. Tyrannosaurus Rex, Personal beschäftigt. Ach du meine Güte, 13 brauchen wir. Ja, tatsächlich, da brauchen wir unsere volle Wissenschaftlerstärke. 3,4 Millionen, 2 Millionen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das dann wahrscheinlich der Schluss ist. Und es gibt auch nur diese drei Städten. Okay, sehr interessant. Dann müssen wir erstmal warten, bis die da jetzt fertig sind. Und währenddessen, wisst ihr was? Also, jetzt gehen wir mal davon aus, das ist jetzt wirklich fertig. Und der T-Rex ist dann der Abschluss. Wir könnten jetzt Folgendes tun: Erstmal hier vielleicht nur schauen, dass wir hier noch. Hohe Nachfrage an Getränken, aber wir haben doch hier eine Getränkestation stehen. Achso, nee, hier ist es, genau. Das waren die Essenshochnachfrage. Ja, genau. Haben wir hier auch noch. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt, stellen wir hier noch einen kleinen, wenn wir schon dabei sind, eine kleine Einrichtung Essen. Ja, stellen wir noch hierher. Okay, das geht nicht so gerade, wie man das vorgestellt hat. So, die stellen wir auch, den auch gegenüber. So. Ja, passt. Passt für mich. Richtendes Ei. Ach, da haben wir gar keine Module, oder wie? Beim anderen haben wir da Module eingesetzt? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mir jetzt blind irgendwas.
wenn man jetzt, aber dann muss man trotzdem den Weg, das ist ja eigentlich auch blöd. Das hat mich nämlich vorher schon mal interessiert. Wenn jetzt der Eingang hier seitlich ist, muss man dann aber den Weg trotzdem hierher bauen. Das ist ja völlig unlogisch. Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, gut. Nur mal Interesse halber. Also, machen wir mittelgroß, Mitte, Stroh. Hat man immer das Vierer, genau, und Kaffee. Gut. Weil da schon so Palmen stehen, dann stellen wir da jetzt so Palmen, die sind ein bisschen groß, kleiner auch. Ja, die sind zu klar. Warum gibt es jetzt nicht genau diese Palmen? Okay, nehme ich alles zurück. Gibt es doch. So. Passt. Sehr schön. Also, jetzt nochmal zu den Gehegen. Nein, kommen wir jetzt nicht. Das machen wir nachher. Also, wir könnten hier noch zwei Gehege herbauen. Das müsste man so ein bisschen aussparen hier. Könnte hier noch eins herbauen. Könnten wir noch vielleicht noch die Pflanzenfresser, die wir haben? Wir haben ja hier noch hier diesen Compsognathus. Das ist ja ein kleiner, das ist ein Pflanzenfresser, oder? Haben wir noch ein Pato, den brauchen wir nicht mehr. Prozent plus nochmal. Hätten wir eigentlich machen können. War ein bisschen schlampig. Ach, und schon wieder ein Toten. Wer ist jetzt gestorben? Ach nein. Okay. An Altersschwäche. Ein Dilophosaurus ist an Altersschwäche gestorben. Gut. Passiert leider. Genau. Holt den mal bitte ab. So, und jetzt steigt die Spannung. Denn jetzt, glaube ich, wird es teuer. Ich hoffe, dass wir überhaupt die Wissenschaftler überhaupt haben. Schauen wir mal. Oha. Verstehe ich jetzt nicht. Das geht jetzt nicht, weil Wissenschaftler Limit 3. Kapiere ich jetzt nicht. Wir brauchen mindestens drei, aber wir haben doch mehr wie drei. Und es dürfen nur drei machen und die brauchen dann diese Rädchen. Also die, was auch immer die Rädchen jetzt bedeuten. Aber die kriegen wir doch locker zusammen. 6, 7, 8, 9, 10, 8. Nein, die kriegen wir eben nicht zusammen. Okay. Brauchen 3,5 Sterne. Ach du meine Güte. Und mindestens 8 Wissenschaftler. Aber 8 Wissenschaftler können wir ja gar nicht beschäftigen, oder? Hm. Da brauchen wir Rädchen, haben wir gesagt. 7 bestätigen. Es geht nicht mehr. Rodriguez. Forschung erforderlich. Ha, das ist ja blöd. Die anderen haben wir auch schon alle trainiert, oder?
Kriegt man nicht hin, gell? Oder? 8. Dreizehn, 18. Moment mal. 18, glaube ich, wollte er doch, oder? Ja, es klappt. Dreizehn Rädchen brauchen wir. 7, 10, 13. 3,4 Millionen. Ja, Wahnsinn. Hui. Okay, los geht's. Und schon wieder ein toter Dino. Achso, nee, die haben den gerade abgeholt. Alles klar. Ah, ja, ja, es wird spannend. Es wird spannend. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Genau. Und währenddessen schauen wir mal unseren Besuchern einfach auch mal ein bisschen zu. Fühlen sich anscheinend alle wohl. Was ich mir auch fürs nächste merke, ist das mit dem Planieren, weil das gefällt mir überhaupt nicht, dass die Wege da so eiermäßig angelegt sind. Aber habe ich diesmal noch nicht gewusst, weiß ich fürs nächste Mal. Und wie geht's unseren Jungs hier? Ja, super. Toll. Sehr schön. Forschung verfügbar. Zusatzmodule 2. Ja, aber die brauchen wir das jetzt noch. Würde ich gerne was anderes erforschen. Was haben wir denn sonst noch? Oh, Stegosaurier, die wären natürlich schon auch was, gell? Stegosaurier 2. Und das wird dann der finale Stegosaurier. Kostet 100.000. Das machen wir. Konnte ich allein machen. Alles, was wir erforschen, kommt uns auch später zugute bei den anderen Spielen. Das ist tatsächlich so. Brutstätten-Upgrades brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir die Sauropoden 2 und dann die Sauropoden 3. Wow, geil. Da hätten wir dann die ganz großen. Also ich würde ganz gern noch ein bisschen weitermachen in dem Park. Ich würde den gern voll zumachen. Ach du meine Güte, jetzt sterben uns die Lofus weg. Auch an Altersschwäche gestorben. Okay. Ja, holt mir den ab. Wollen wir vielleicht. Wir haben ja in der Brutstätte gerade nichts zu tun. Wie viel haben wir beim Dilofo? 100% Bestand 3. Genom modifizieren. Na, brauchen wir eigentlich gar nicht, gell? Ja, mal vielleicht irgendwie mal sowas. Sehr schön. Dann holen wir uns noch ein paar Dilophosaurus und dann ist halt die Frage noch am Fleischfresser. Gut, mit dem T-Rex kriegen wir jetzt noch mal einen Fleischfresser. Hier haben wir noch Platz für, hier würde ja unbedingt eigentlich noch mal 2 Geschäfte herbauen, wobei wir jetzt echt schon viele Geschäfte haben. Und hier hätten wir auch noch Platz für irgendwie, was haben wir denn eigentlich für Attraktionen? Gästeattraktion. Da kann man einiges machen. Eine Spielhalle zum Beispiel. Labortour, die haben wir schon. VR. Okay, das ist natürlich schon ziemlich cool. Oder hier nur Gehege. Na, glaube ich nicht. Na, finde ich jetzt nicht, find ich nicht gut. Haben wir den da hin? Liegt sie denn da? Stärker Umspannwerk. Okay, das steht natürlich das saublöd. So, Tabulator, jetzt habe ich es verpasst. Ja, das waren die Stegosaurus, gell? Schauen wir mal gleich nochmal.
Genau, das war der erste. Okay, da brauchen wir ganz schön früh. Nee, das machen wir. Moment, Moment, Moment. Jetzt machen wir erst einmal die Expedition. Haben wir Fossilien? Jetzt schauen wir mal. Kaufen, verkaufen. Nein, nein. Da haben wir ihn. Da ist er. 24%, das ist aber nicht voll. 8, 42%. Da brauchen wir noch mehr, auf alle Fälle. Aber gut, die machen wir. Geht nicht, können wir den Extraktionsplatz verstehen? Na, verstehe ich nicht. Nochmal. Wir haben 10 Extraktionsplätze. Als erster mit denen. Macht ja nichts. Wir haben es überhaupt nicht eilig und schicken auch die Expedition wieder los. Dreizehn Rädchen, 7, 10, 13. Wow, 2 Millionen. Raus damit. Was haben wir? Oh ja, sehr schön. Da nehmen wir alle 4. Ah, die nehmen wir nicht. Die nehmen wir alle 4. Was brauchen wir da? Man kann nur die Abadi machen, die Mu hat gar keine. Okay. Oh, schmeißt man ganz schön um mit unserem Geld, aber es macht ja nichts. Wir wollen ja die Sterne auch haben. So, und wie sie. Ich finde es zwar immer ein bisschen komisch, dass da so viel Kittelleute rumlaufen, aber okay, darüber mache ich mir jetzt mal keine Gedanken. Bisschen mehr Gedanken mache ich mir mit diesem blöden Umspannwerk. Das gefällt mir da überhaupt nicht. Aber wenn wir es da hierher machen, reicht es nicht. Wir brauchen aber das. Mann, das ist ja echt blöd. Gut, lass mal jetzt mal so. Wollte man eigentlich überhaupt nicht, aber weiß ich im Moment keine andere Lösung. Okay, die Jungs sind alle unterwegs, dann machen wir uns mal. Haben wir es schon? Ja, Airlift freilassen. Freilich, die bringen wir gleich direkt runter. Eins, zwei, drei, vier. Hoffentlich sind es da nicht zu viel. Sehr schön. Naja, hier in der Mitte hätte man eigentlich nochmal wirklich einen großen Bereich, gell? Da kann man schon nochmal was machen. Aber es liegt ein bisschen an die Saurier, die wir haben. So, es wird wieder Abend und wir sehen, glaube ich, ganz cool dann unsere beleuchteten Wege. Sieben Prozent nur. Ich nicht viel. Macht nichts, machen wir trotzdem.
und schauen gleich mal in die Expedition. Ja, das ist schon ein bisschen aufwendiger, gell, mit dem. Das ist schon ein bisschen aufwendiger mit dem T-Rex hier. Ja. Da habe ich gedacht, ja, das geht so Pipi-mäßig von wegen. Haben wir noch einen T-Rex offen? Nochmal 3,4 Millionen. Wow. Ach, der landet erst. Habe ich den schon wieder weitergeschickt oder wie? Ach du meine Güte. Ich dachte, der ist schon da. War der jetzt da oder habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja, anscheinend war er da. Ja, da haben wir nochmal zwei ganz gute. Einen Achter, einen Sechser und einen Fünfer. Okay. Haben aber noch nicht genug. Gut, dann. Machen wir den Achter. Ach so, der ist noch mittendrin. Entschuldigung, ich bin schon wieder ganz ungeduldig. Und da hätte man irgendwie ja auch einen Platz, gell? Der ist irgendwie noch so ein bisschen hergeschenkt. Da könnte man eigentlich, bevor man jetzt gar nichts macht, hier so quer nochmal irgendwie so eine Veranstaltung machen. Oder ist es unsymmetrisch? Sollten wir dann beide gleich in eine Richtung machen? Hm. Finde ich eigentlich ganz cool, aber hier schräg und hier den und hier so einen. Das macht schon was. Es wird in den Vergnügungsparks eigentlich fast nie symmetrisch gebaut, weil das ist langweilig. Es soll ja irgendwie schon abenteuerlicher ausschauen. So Gästeattraktion. Haben wir denn da? Minigolfplatz eher weniger, aber so ein VR, das finde ich schon ziemlich cool. Ah, was meinst du, sollte man den da herstellen? Mach mal. Finde ich super. Ja, da. Jetzt. Eingang. Jurassic Park groß, Mitte. Haben wir mal. Jurassic Park Stroh. Da haben wir wieder das. Hier, große Pflanzengefäße, genau, Beschilderung. Jawohl. So schaut's aus. Super. Ewig. So, super. Und mit dem Volt ist er immer ein bisschen zickig. Ah, besser. Ja, gut. Machen wir da mal ein paar schöne Palmen drumherum. Super. Ja, gut. Ja, freut mich. Also, das schaut doch mittlerweile echt super aus, oder? Fossilien anschauen. Was haben wir? Verkaufen. Da haben wir einen T-Rex Stufe 6, 6, 6, 3x6. Nochmal einen Achter. Machen wir natürlich den.
Oh, die sind schon ganz alle ganz schön kaputt hier. So, haben wir das. Ja, und wie es weitergeht mit unserem T-Rex? Wir haben wieder ein bisschen was gebaut. Mittlerweile schaut es echt super aus, unser. Gerade in der Nacht. Ah, schon wieder toter Saurier. Pause, kümmern wir uns das nächste Mal drum. War doch wieder was. Also, ich finde, das ist mittlerweile echt ein cooler Park, eine runde Geschichte. Und der T-Rex ist im Anflug, in Anführungsstrichen. Bin ja gespannt, wie es wird. Danke fürs Zuschauen, sage ich wieder in dieser Ausgabe. Und ich bin freue mich, wenn ihr es bis nächstes Mal wieder reinschaut. Natürlich. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Servus. Pfiat euch.